Hallo und herzlich willkommen, meinen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Wir schauen mal rein, wie die Energien sind für den heutigen Tag. So, mal gucken, was das Tarot uns heute so hergibt. Wir nehmen das Wandering Star Tarot von Cat Pierce und schauen mal, welche Energien heute sich zeigen mögen. So. Mal schauen, was darf ich meinen Zuschauern und Zuschauerinnen denn heute mitteilen? Erste Karte, der Gehängte auf dem Kopf. Na, den hatten wir ja nun gerade auch erst so rum. Und die 9 der Stäbe, ebenfalls auf dem Kopf. Oh, Entschuldigung. Hört gleich auf zu schaukeln, ich bin hier gerade gegen das Stativ gestoßen. So, mal gucken. Ass der Kelche, auch das hatten wir in der Kombination schon. Fünf der Schwerter auf dem Kopf und der König der Stäbe. Okay, sehr viel rausfließende Energie, sehr viel Rückzug und in der Mitte des Ganzen das Ass der Kelche. So, also, der Gehängte auf dem Kopf ist ja schon mal gar nicht so schlecht, weil, das haben wir gestern oder vorgestern schon besprochen, sobald der Gehängte wieder auf dem Kopf steht, hat er die Möglichkeit, seinen Perspektivwechsel auch umzusetzen. Die Zeit des Wartens ist vorbei, eine gewisse Opferhaltung wird vielleicht auch aufgegeben, also so ein Stagnieren, wo man sagt, ich kann hier aber nicht weg, ich würde ja so gerne etwas ändern, aber... Und dann kommen 40.000 Sachen, die, warum es nicht geht. Das wird alles hier ein bisschen aufgelockert und es kommt zu mehr Reflexion, vielleicht auch über all die Dinge, die du dir aufgelastet hast, die du jetzt auch nach und nach abgeben wirst. Ja, die Stäbe stehen ja mal für Leidenschaften, aber auch für gewisse feurige Verantwortungen, gewisse heiße Eisen, die man zu schmieden hat. Und es geht dabei darum, gesunde Grenzen zu setzen, ja auch an deine, wenn andere Leute Ansprüche an deine Zeit haben oder an deine Arbeitsleistung, da auch gesunde Grenzen zu setzen, Unterstützung zu bieten, wo du kannst, aber auch da, wo es sich für dich selbst auch richtig und stimmig anfühlt und nicht nur aus einem Pflichtgefühl heraus. Es kann durchaus sein, dass du dir Gedanken darüber machst, an welchen Stellen es für dich sinnvoll ist, überhaupt noch tätig zu werden. Ja, das heißt nicht, dass wir jetzt alle still und stumm da sitzen sollen, gar nichts mehr machen, sondern es geht mir darum zu gucken, was zahlt sich am Ende denn auch aus. Ja, so. Ich habe das Gefühl, es geht im Großen und Ganzen darum, heute zu erkennen, dass Dinge, die man aus Liebe heraus tut oder die man aus Pflichtgefühl heraus tut, nicht immer zielführend sein müssen. Ja, es geht darum, herauszufinden und zu überprüfen, ob sich Einnahmen und Ausgaben lohnen, sozusagen. Ja, ob du, wenn du immer gibst und gibst und gibst, ob da in der Retour auch mal was zurückkommt, ob da auch eine Einnahme ist. Und das muss nicht immer das Gleiche sein. Also man muss nicht 10 Euro ausgeben und dann 10 Euro bekommen, sondern manchmal gibt man an der und der Stelle einen Ratschlag und an der anderen Stelle bekommt man, keine Ahnung, eine Tragehilfe oder so etwas. Ja, es ist so, die Frage ist, am Ende, wenn man Bilanz zieht, lohnt sich das hier zu investieren? Und mit den 9 Stäben hast du wahrscheinlich sehr viel gegeben in der Vergangenheit, bist sehr oft stehen geblieben, um anderen zu helfen, hast dich da vielleicht auch einspannen lassen, dich fesseln lassen. Vielleicht bist du auch in Projekten anderer Menschen mit aufgegangen, ohne dass sich das für dich wirklich gelohnt hat. So ein bisschen so, als ob du jemand anderem ständig Starthilfe gibst und dann, wenn du dann aber Hilfe brauchst, wenn du einen platten Reifen hast, dann kommt halt niemand und hilft dir. So, hier muss man ganz genau schauen, ob das, was man reingibt, im Endeffekt auch wieder rauskommt. 5 Schwerter richtig herum stehen oft für Konflikte und Verluste, aber auch für Komplikationen, vor allen Dingen mit den eigenen Gedanken, ja, oder mit Gedankenkonstrukten auch, mit Gedankensystemen und den Ansprüchen, die daraus resultieren. Ja, es kann sein, dass du jetzt lernst,
dass nicht alles, was Gold ist, glänzt. Ja, so nicht alles, nein, nicht alles, was glänzt, Gold ist, so rum. Aber dass Gold auch nicht immer glänzend sein muss. Manchmal ist das, was für dich das Richtige und das Schöne und das Essentielle ist, das, was du jetzt gerade brauchst, ist vielleicht gar nicht zu benennen, weil es eine Energie ist, ja, weil es eine Schwingung ist, eine Frequenz, wenn du so willst. Es geht darum, jetzt hier Beziehungen zu favorisieren, in den Mittelpunkt zu stellen, in den Fokus zu bringen, wo du auch das Gefühl hast, dass es darum, dass es möglich ist, längerfristig eine ausgeglichene Bilanz zu haben. Wir haben heute die Tagesenergiezahl 068. Und mit der 0 geht es vor allen Dingen darum, zu schauen, welche Nullnummern sozusagen in die Vergangenheit gerückt werden dürfen, wo es nochmal einen Neuanfang geben darf, wo eine Sache jetzt abgeschlossen ist, wo sich die Schlange letztendlich in den Schwanz beißt und man sagt, okay, hier geht es immer nur im Kreis. Und jetzt schaue ich mal mit der 6, wo ich hier mehr Stabilität finde, mehr Ausgleich finde, wo ich etwas nochmal neu durchdenken darf. Und dann kommt die 8. Bei der 8 geht es darum, nicht nur der 0 einen Gürtel anzulegen und so den Lauf der Dinge zu verändern, sondern es geht auch darum, an etwas zu arbeiten, was dir wichtig ist. Vielleicht mit dem Pagen der Schwerter hier im Outcome auch zuzulassen, dass neue Erfahrungen kommen. Deine Intelligenz einzusetzen dafür, deine Ambitionen umzusetzen, deinen Charme spielen zu lassen und hier diesen emotionalen Neuanfang auch wirklich zu wagen. Für den einen oder anderen kann es tatsächlich auch direkt um Liebesbeziehungen gehen, wo man halt auch gucken muss, ist das, was ich reingebe, das, was ich rausbekomme, oder habe ich mich hier vielleicht in eine Illusion verliebt oder verliebe ich mich in meine eigenen gespiegelten Verhaltensweisen. In irgendeiner Art und Weise gibt es hier so Beziehungsgeflechte, die nicht auf Augenhöhe stattfinden. Und da ist es wichtig, nochmal hinzugucken und gegebenenfalls auch Denkblockaden aufzugeben. Ja, wenn du sagst, das ist mein Partner, ich darf nicht schlecht über ihn denken. Und dann gibt es aber vielleicht auch eine ganze Reihe von Dingen, die da auf der Kontraseite stehen, die du vielleicht nicht sehen möchtest. Oder andersherum, vielleicht gibt es auch noch Dinge, die auf der Pro-Seite stehen, die du vielleicht als selbstverständlich hinnimmst und fokussierst dich vielleicht auch nur auf die schlechten Dinge. Also schau, dass deine Wahrnehmung nicht verrückt ist, sondern dass du in beide Richtungen schaust, was gibt es Positives, was gibt es Negatives und dich dann wirklich ehrlich hinsetzt und guckst, hat diese Beziehung Substanz, hat sie noch die Möglichkeit weiterzugehen, kann natürlich auch ein Job sein oder so etwas, ja, aber hier gibt es diesen emotionalen Schnitt, wo man sagt, so wie es jetzt ist, ist es einfach nicht mehr das Richtige für mich. Hier strebt man nach Ausgleich und es kann sein, dass man an der einen Stelle mehr geben möchte und an der anderen Stelle sich halt zurücknehmen möchte. Gut, schauen wir mal weiter. Wir gehen noch mal in das Heilorakel der Feen und schauen mal, was wir hier für einen Hinweis bekommen und mit dem heutigen Tage gut umgehen könnte. Super. So, es sind sogar zwei Karten. Schauen wir mal. Wahre Gefühle. Auch eine schöne Karte. Da sitzt diese Elfe am Wasser, ja, die auch für Gefühle stehen. Auch mit dem Ast der Kelche, hier ist auch überall Wasser. Und sie strickt oder häkelt dort an so einem spinnenwebenartigen Geflecht. Es ist an der Zeit, mal zu gucken, ob du irgendwo eine Masche verloren hast. In der Vergangenheit könnte man vielleicht auch sagen, ja, ob du irgendwo noch mal einen Fehler korrigieren kannst oder ob du noch mal gewisse Teile neu machen musst. Schau genauer hin. Also mit dem ganzen Wasser hier ist es notwendig, auch zu gucken, was hat sich denn hier angestaut. Ja, wenn wir das hier angucken, es ist so ein Staubecken und dann fließt es hier weiter und dann staut sich das hier wieder. Was hat sich hier alles angestaut und durch welche Kanäle lässt du es ab? Ja, also vielleicht unterdrückst du immer deine Wut auf jemanden, zum Beispiel deinen Chef oder, keine Ahnung, deinen Partner und lässt das dann aber an anderer Stelle an anderen Menschen aus oder an dir selbst aus, anstatt es direkt zu klären. Spür auch dort, ob du dich hier vielleicht lange in dieser gehängten Position aufgehalten hast und dachtest, ich muss das hier alles alleine bewältigen. Wenn wir das hier so rumdrehen,
dann ist es eindeutig so, dass man hier Stärke und Unterstützung für jemanden ist, obwohl man sich selber gefangen fühlt. Ja, man ist überlastet. Auch die neuen Stäbefrau sieht nicht glücklich aus, sondern sie sieht belastet aus. Und nun ist es an der Zeit, hier gewisse Belastungen auch hinter dir zu lassen und dir auch einzugestehen, dass du vielleicht dich selbst erschöpft hast oder dich selbst erniedrigt hast, es zugelassen hast, dass das passiert ist. Und das sind auch Gefühle, die muss man erstmal verarbeiten. So, was haben wir da drunter? Die positiven Erwartungen, ja, die Erwartungshaltung, dass es danach aber wieder besser werden darf. Auch hier mit offenem Herzen, nicht alles und jeden zu verfluchen und auch dich selbst nicht, sondern zu sagen, okay, hier gibt es noch Dinge, die müssen angeschaut werden, aber trotzdem darf ich mir hier positive Gedanken machen und neugierig sein auf eine Zukunft, die dann noch kommt. Nehmen wir auch noch ein, zwei Karten aus dem Orakel der Göttinnen. Erste Karte, die Vesta, das Heim. Deine häusliche Situation verbessert sich zum Guten, sei es durch einen Umzug oder durch die Veränderung der Bewohner. Ja, kann auch sein, dass der König der Stäbe hier auf dem Kopf bedeutet, dass du mit einem Vorgesetztenwechsel zu rechnen hast oder dass du dich frei machst von der Meinung eines Familienmitglieds. Das kann in einem allgemeinen Orakel auch eine Frau sein. Ja, der König der Stäbe könnte auch für eine dominante Mutter oder Schwiegermutter stehen, aber halt auch für die männlichen Parts. Es muss nicht immer der Partner sein. Es kann auch sein, dass du schon über 40 bist und dir immer noch von deinen Eltern sagen lässt, wie du dein Leben zu leben hast. Schau da mal genauer hin. Und dann haben wir hier Saraswati, die schönen Künste. Bringe dich durch schöpferisches Tun zum Ausdruck. Also vielleicht hast du die Möglichkeit, hier nochmal der ganzen Angelegenheit deinen eigenen Stempel aufzudrücken und dich mit dem zu beschäftigen, was halt dein Herz zum Singen und Klingen bringt, was dafür sorgt, dass du dich noch mehr dem Leben hingeben kannst und auf das vertraust, was da halt noch kommt. Ich würde sagen, wir nehmen heute noch mal eine Karte aus dem Orakel. Dein Herz kennt den Weg. Lass los und hör auf dein Herz. Also aus dem Schirner Verlag von Longschweppe. Gucken wir mal, was sich hier so zeigen mag. Ein abschließender Hinweis für den heutigen Tag. So. Jedes Vergleichen beschwert deine Seele. Da du dich immer mit dem vergleichst, was bei anderen besser und oder schöner ist, kommst du dabei schlecht weg. Doch wozu überhaupt messen? Du bist einzigartig, sei einfach nur du selbst, das genügt vollkommen. Also, falls du in der Vergangenheit dich hier verbogen hast und dein Umfeld und vielleicht auch dich selbst belogen hat, was deine wahren Gefühle angeht, dann überprüf das heute nochmal. Schau ehrlich hin, was ist wirklich passiert und was hast du dir vielleicht auch schön geredet. Und dann kannst du von dort aus schauen, dass du ja, dich wieder deiner wahren Leidenschaft zuwendest und hier wirklich auch charmante Angebote für die Zukunft erhalten wirst. So, ihr Lieben, machen wir Schluss für heute. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Gehabt euch wohl. Wie immer freue ich mich über Likes und Kommentare. Wer mag, darf natürlich auch gerne meine kostenlose Arbeit durch eine Spende unterstützen. Und falls du mal in deine Situation reinschauen möchtest, besuch mich gerne auf meiner Homepage, dann kannst du eine persönliche Kartenlegung buchen. Und für alle anderen sage ich jetzt Tschüss und Bye-bye und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann. Ciao.